Also ich habe es ja schon eingeführt in meinem Die Zukunft ruft nach, nämlich vor allem auch die Frage der, wie bekommen wir es denn tatsächlich hin, die Zukunft gemeinsam zu gestalten? Weil ich glaube, wir brauchen nicht großartig hier über Klimaziele, Ziele im Bereich Stadtgrün oder wie wir uns die Stadt grundsätzlich vorstellen, diskutieren und streiten. Da wird es vor allem darum gehen, dass man tatsächlich, wie Georg jetzt sagen wird, sehr radikale Ziele aufstellt auf der einen Seite, aber dann vor allem auch in die Frage kommt, wie schaffen wir es tatsächlich, das Ganze umzusetzen. Deshalb wird, glaube ich, für die nächste Legislaturperiode das Wichtige sein, zu sagen, nicht nur wir haben jetzt bestimmte Ziele und Maßnahmen und tolle Einzelvorhaben, sondern die entscheidende Frage wird sein, wie schaffen wir es denn tatsächlich in die Umsetzung dieser Ziele zu kommen. Also zum Beispiel im Bereich Gebäude und Siedlungsstruktur. Wie schaffen wir es denn tatsächlich, den Gebäudebestand möglichst bis 2035 nicht nur klimaneutral zu bekommen, sondern das Ganze auch noch bezahlbar zu gestalten, dabei auch die Berliner Mischung zu erhalten, auch die Häuser grüner zu bekommen, also im Sinne von Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Innenhofbegrünung und vieles andere mehr. Aber hierbei zum Beispiel auch Potenziale zu nutzen, um dabei, wenn man die Häuser anfasst, auch zum Beispiel die Bedingungen für Mobilität zu verbessern, also sprich Radstellmöglichkeiten, also Kinderwegen etc. Also diese ganzen Faktoren, wenn es darum geht, ein Gebäude mal gesamthaft anzugehen, die dann auch entsprechend mit zu berücksichtigen und darin rein zu integrieren und dafür das richtige Set zu finden, auf der einen Seite an gesetzlichen Regelungen, also tatsächlich auch den Push zu geben, dass hier etwas passiert, dass die entsprechenden Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, auf der anderen Seite die dafür erforderlichen Modernisierungsmittel auch bereitzustellen, um das Ganze noch bezahlbar zu halten, wo es auch wichtig sein wird. Das hat Mona vorhin angesprochen mit den resilienten Kiezen, dass man auch tatsächlich schafft, es gemeinsam mit den Menschen zu entwickeln, in welche Richtung es denn vor Ort gehen soll. Ein anderer Punkt, der genauso stark als Schwerpunkt mit drin hängt, was so bis 2026 eigentlich zu erreichen wäre, tatsächlich eine Strategie zu entwickeln, wie kann Berlin gegebenenfalls zwar an Einwohnerzahlen wachsen, aber nicht hinsichtlich des Flächenverbrauchs, also sprich eine Flächenneuversiegelung von Null zu erreichen. Das heißt dann nicht Stillstand, aber dass tatsächlich, wenn Flächen nochmal in Anspruch genommen werden, dass dafür Ausgleichsflächen entsiegelt werden und da dann auch für die entsprechende Qualität von Pflege und Management und Integration von Bürgerengagement dafür die Voraussetzungen tatsächlich auch zu schaffen. Da sind jetzt erste Schritte unternommen worden mit der Grünbauoffensive. Es geht jetzt mal wirklich darum, wie kommt man hier wirklich in die Offensive und vor allem, wie schafft man es auch, das gemeinsam zu machen, A, die Verwaltung dazu in die Lage zu versetzen und dabei auch das Bürgerengagement besser mit rein zu integrieren. Ein dritter Punkt, der in dem Zusammenhang auch wichtig wäre, wenn man dann über Zukunft reden und Abfallressourcenschutz, der bei den anderen Punkten schon mit reinspielt, wäre dann auch die Frage Konsum, aber dann vor allem auch Thema Abfallressourcenschutz. Wir diskutieren ja gerade aktuell über Zero-Waste-Konzepte, Abfallwirtschaftskonzepte etc. Auch hier die Frage vor allem, wie bekommen wir es denn ganz konkret hin? Also wie schaffen wir es, dass wir tatsächlich vor allem Abfall vermeiden können und dass wir da in eine Reuse-Gesellschaft kommen, auch dass Mehrwegprodukte häufiger verwendet werden, also gerade diese Verpackungen im Bereich Lieferverkehre, auch Lieferdienste und anderes, eben gegebenenfalls durch Mehrwegverpackungen ersetzt werden, also nicht nur Kaffeebecher, sondern flächendeckend. Also wie kommt man da eigentlich in eine neue Konsumkultur rein und was kann man da auch für Impulse setzen? Weil auch hier ist nicht nur Politik gefragt, sondern auch tatsächlich, und ich glaube, da wird die zentrale Herausforderung sein, wie kriegt man die, begeistert man die gesamte Gesellschaft dafür, diese Maßnahmen mitzutragen? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei wird sein, und damit kommen wir auch zum Abschluss, weil die ganze Diskussion ist in vielen Bereichen, auch von Seiten der Umweltverbände, ich nehme es ja immer selbstkritisch mit in Haftung, sehr stark durch Einzelfachpolitiken geprägt. Und ich glaube, sehr wichtig wird es sein, tatsächlich integrierte Ansätze zu finden, nochmal
viel stärker als bisher. Bei den Gebäuden habe ich es aufgezeigt. Es geht nicht nur um energetische Sanierung, es geht um mehr, aber es ist zum Beispiel auch im Bereich Konsum Zero Waste so ein ganz großes Thema, wenn es darum geht, wie kann ich denn auch dann tatsächlich regionale Wirtschaftskreisläufe stärken und gerade für die einen, die jetzt tatsächlich nachhaltige Produkte anbieten, auch mit wenig Ressourcenaufwand, wie kann ich die gezielt hier in Berlin fördern. Und vielleicht noch ganz abschließend einen Punkt auch nochmal zur Gebäudesanierung. Da können wir auch über Förderung, über gesetzliche Maßnahmen diskutieren, aber auch in dem Kontext, wenn wir die Ziele erreichen wollen, wir brauchen eine massive Ausbildungsoffensive, damit es dann auch Menschen gibt, die diese Ziele tatsächlich in die Praxis umsetzen können.